Armin Dominik, es gibt eine ganze Menge Gerüchte über das Thema Gasanlagen in Autos. Wir arbeiten einfach mal alles ab, was uns einfällt. Es gibt das eine Gerücht, dass die Motoren immer heißer laufen, als sie normalerweise sollten. Stimmt es? Das ist so der typische Klassiker. Egal wo man auftaucht, auf was für einer privaten Feier oder so, und man sagt, man ist Gasumrüster. Es ist immer das Ach du meine Güte. Das macht Motoren kaputt, das verbrennt heißer. Du darfst nicht über 4000 Umdrehungen fahren, du darfst keinen Anhänger ziehen. Und ich kann dir mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass da genau überhaupt nichts dran ist. Ein Motor braucht doch nur Kohlenwasserstoffmoleküle und Sauerstoff. Es muss immer nur genau die richtige Mischung und die richtige Menge in jedem Last- und Drehzahlbereich sein. Und dann ist Gas immer der bessere Kraftstoff, weil Gas eben halt viel sauberer ist. Wir haben mal keine unverbrannten Rückstände, keine Kohle, nichts drin. Wir haben eine fantastische Sauerstoffvermischung in einem gasförmigen Kraftstoff, natürlich besser als auch in einem flüssigen Kraftstoff. Und das an diesen ganzen Sachen ist natürlich ein bisschen was an Wahrheit dran. Und zwar in der Vergangenheit gab es natürlich viele Werkstätten, die das versucht haben, umzurüsten, haben falsche Komponenten genommen, zu kleine Komponenten genommen, haben die Kalibrierungen nicht richtig gemacht oder viele Einbaufehler gemacht. Naja, und wenn du so eine Gasanlage dann irgendwo zu mager laufen hast, dann hast du irgendwie irgendwo auch Probleme. Aber bei einem richtigen Umrüster, der das wirklich seit Jahren perfektioniert hat, seinen ganzen Ablauf auf die Gasanlage und das Kennfeld genau trifft, das genau einstellt, gibt es keinerlei, überhaupt keine Kompromisse im Gegensatz zum Benzinbetrieb. Im Gegenteil. Okay. Das heißt, du kannst mit so einem Auto genauso fahren wie mit einem anderen, kannst Vollstoff fahren, kannst auf der Autobahn einfach Kickdown. Absolut korrekt, absolut fertig. Korrekt, ohne Einschränkungen. Okay, ja, das klingt schon mal gut. Ja. Wie ist es mit der Wartung? Es ist ja doch ein bisschen anders, als wenn du mit Benzin fährst, musst du deine Ventile öfter einstellen, bei Autos, wo man Ventilspiegel einstellen muss. Gibt's sowas? Ist eine komplizierte Frage, da muss ich ein bisschen ausholen. Also so 2005, 2006 haben einige Hersteller angefangen, billige Motoren zu bauen. Die haben alle gemerkt, oh, die Motoren, die gehen nie kaputt. Wir haben Autos, die sind 20 Jahre alt und die sind komplett kaputt gerostet. Die Motoren sind noch gut. Wir haben irgendwo Geld verbrannt. Wir müssen irgendwo sparen. Ja. Und dann haben die angefangen, die Zylinderköpfe sind billiger geworden. Die haben dann die hydraulischen Ventilspieler, also die Hydroschlüssel weggelassen und haben dann billige Ventilsitzringe eingebaut und haben auch gleich den Ventiltrieb mechanisch wieder gemacht. So dass man dann quasi so ein Auto gekauft hat, ist damit gefahren und dann irgendwie so nach 80.000, 90.000 Kilometern war das Ventilspiel weg. Okay. Ja, und dann ging die Motorstörungslampe an. Ne? Und auf Gas, und da stellt man auf Gas, ist bei diesen schlechten Ventilsitzringen der Verschleiß noch höher. So, da stellt man, und das könnte sein, weil wir im Gas keinen Ruß haben. Und da könnte es sein, dass wenn man da nicht rechtzeitig die Ventile einstellt, kann das Ventil nicht schließen, sich nicht abkühlen am Zylinderkopf und durchbrennen. Und da kommen wir wieder zurück auf diesen Mythos, Gas verbrennt heißer, weil das vielleicht mal passiert ist. Aber das war nur in dieser kurzen Ära der Motoren so, dass es heute auch nicht mehr der Fall. Diese ganzen neuen Motoren, Direkteinspritzermotoren, auch keinerlei Problem. Nicht mehr Wartung, die gleiche Wartung wie normal auch. Ja. Außer natürlich, du hast natürlich einen Bauteil mehr im Fahrzeug, die Gasanlage. Du musst also quasi nicht nur deinen Kraftstofffilter tauschen, sondern natürlich auch den Gasfilter in der Gasanlage. Aber es gibt jetzt keine Vermischung gegen was weiß ich, dass du hier bei Benzin irgendwelche Ablagerungen hast, die du dann durch dein Gasfahren anlöst und die dann deinen Motor irgendwie stören könnten, kaputt machen könnten? Nein, also wenn du eine Ablagerung im Motor hast, dann hast du ja dadurch nicht weniger Verschleiß oder eine Ablagerung schützt ja nicht. Du kannst auch hergehen und den Motor zerlegen, reinigen und wieder so zusammenbauen. Dadurch ist der Motor ja nicht schlechter. Kann aber ja sein, dass es durch die andere Verbrennung dann sich zum Beispiel einfach ablöst. Weil ja, ihr eine super saubere Verbrennung habt. Dann geht's aus dem Auspuff raus. Dann geht's aus dem Auspuff raus. Also da siehst du keinerlei Bedenken. Nein, haben wir noch nie gehabt. Muss man irgendwie andere Öle fahren oder bleibt die Viskosität immer so wie im Betriebshandbuch? Das ist ein guter Punkt. Immer dasselbe. Gleiche Öl, gleiche Zündkerzen, alles. Wie ist es mit dem Verbrauch von Gas verglichen mit Benzin? Also man kann immer sagen, wenn ein Auto 10 Liter Benzin verbraucht, verbraucht er 11, 11,5 Liter. Also so 10 bis maximal 20% mehr. Wenn das Ding 10% mehr verbraucht als mit Benzin, wieso lohnt sich es dann trotzdem? Aber wenn du überlegst, du tankst für 1 Euro Gas der Liter, rechne mal 10% drauf. Rechne mal, du tankst 1,10 Euro Benzin. Ja. In Wirklichkeit tankst du aber richtiges Benzin 1,90 Euro oder fast 2 Euro. Ne? Ja. Also du sparst ungefähr 80 Cent pro verbrauchten Liter Kraftstoff. Das ist ein Haufen Kram. Die Reichweite bleibt aber einigermaßen so wie vorher. Das kommt immer darauf an, was für einen Motor hast du und wie
wie groß ist die Möglichkeit des zu verbauenden Tanks? In der Regel bei einem Standardauto kommt ja der Tank immer in die Reserveradmulde zwischen 350 und 600, 700 Kilometer. Und wenn Gas leer ist, dann schaltest du auf Benzin um? Nee, macht er automatisch. Ja, genau, aber dann fährst du einfach nochmal deinen Benzintank leer, wenn du magst. Genau, doppelte Reichweite. Du hast einmal deinen Gastank komplett und einmal deinen Benzintank komplett. Das klingt aber ziemlich geil, wenn du eine Gasanlage drin hast, dann tut es dir weh, wenn der Umschalter auf Benzin umgeschaltet, weil dann weißt du ganz genau, wo ist die nächste Gastankstelle, ich muss wieder volltanken. Den Benzintank fährt keiner leer. Also ein Gasfahrer fährt eigentlich kein Benzintank leer. Du hast gesagt, das Gas verbrennt sauberer. Kann man dadurch sagen, dass Gas eigentlich die umweltfreundlichere Methode ist zu fahren? Wir haben bis zu 25% weniger CO2-Ausstoß gemessen. Das ist ja unser Hauptproblem. Und dann haben wir ja neben dem Diesel, der ja viel Ruß hat, Feinstaubbelastung hat, haben wir ja das bei den neuen Direkteinspritzern, dass er noch fast schlimmer ist. Du hast bei den neuen Direkteinspritzern jetzt ja auch schon Partikelfilter eingebaut werden müssen. Und da haben wir beim Gas bis 90% weniger Feinstaubausstoß. Also fast keine Feinstaubentwicklung. Viele verwechseln ja, dieses CNG ist ja Erdgas, LPG ist ja Flüssiggas. Kannst du sagen oder? CNG heißt Compressed Natural Gas und LPG heißt Liquefied Petroleum Gas. Also CNG ist Erdgas und LPG ist Flüssiggas, Propangas, Campinggas, wie man es kennt, in einer Flasche transportiert. Es ist im Prinzip dasselbe. Nur das Propan-Butan-Gemisch ist beim LPG zum Fahren etwas anders, Sommer-Winter ein bisschen anders gemischt. Ne? Kein Problem. Siehst du einen Unterschied zwischen CNG und LPG? Ist eins besser, ist eins schlechter? Weil CNG haben wir halt das Problem, dass du CNG nicht flüssig speichern kannst, sondern nur mit Druck. Und bei CNG haben wir ungefähr 200 Bar Druck in so einer richtigen Druckgasflasche und trotzdem vom Volumen gerechnet auch nur 10% Reichweite. Sagen wir mal, du hast so einen Platz, kommst aber nur 200 Kilometer. Mhm. Bei LPG hast du so einen Platz, wir kriegen viel mehr Energie gespeichert, weil es flüssige Speicherung ist und kommst damit 600 Kilometer. Ne? Woher bekommt man LPG? Von der Erdölverarbeitung ist das ein Abfallprodukt, was auch teilweise viel abgefackelt worden ist. Das sind und dann hier an den Schornsteinen oben. Leider ja, das macht man heute nicht mehr. Heute beliefert man Häuser damit, Autogastankstellen damit. Das klingt ja eigentlich relativ vernünftig. Richtig. Macht den Umweltaspekt eigentlich noch besser. Definitiv. Kann man guten Gewissens bei beliebiger Laufleistung eine Gasanlage einbauen? Oder sollte, oder gibt es Kilometerlaufzahlen bei alten oder gebrauchten PKWs, wo man sagt, bei der Laufleistung lieber keine Gasanlage? Oder sollte man tendenziell immer neuere Autos nehmen, also neuere Motoren? Diese Frage, die kriege ich auch sehr oft per E-Mail. Und uns ist es im Prinzip völlig egal. Weil die Kilometerzahl, ein Kfz-Profi weiß das, dass die Kilometerzahl von einem Auto absolut nichts über den Zustand zu sagen. Guck mal, du hast manchmal ein Auto, das hat bei 80.000 Kilometer 3 Millionen Kaltstarts gehabt, der ist Schrott. Und da hast du ein Auto, der hat 600.000 Kilometer runter, die hat er fast an einem Stück gefahren, der ist wie neu. Unser Rekordhalter ist, glaube ich, ein Mitsubishi Lancer, Vierzylinder mit 75 PS. Den haben wir mit 650.000 Kilometer gekriegt, kein Witz. Haben eine neue Anlage reingebaut und den der ist jetzt mit 1,7, 1,8 Millionen Kilometern ist der weg. Ohne Motorüberholung. Mitsubishi Vierzylinder mit 75 PS. Kann man Oldtimer auf Gas umrüsten und hat kein Problem mit H-Kennzeichen und so weiter, weil es ja ein neueres System ist? Es kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Baujahr an, sag ich mal. Also bei Fahrzeugen, die einen reinen Vergaser haben, dann nehmen wir Venturi-Systeme. Und bei Fahrzeugen, die eine Einspritzanlage haben, da können wir dann schon die neuen sequentiellen Systeme, sag ich jetzt mal, nehmen. Ne? Ein Venturi-Prinzip ist ja, manche sagen, es ist ein Gasanlagenhersteller. Also das ist ja völlig falsch. Venturi ist ja ein physikalisches Prinzip. Venturi bedeutet ja einfach nur, du hast ein Rohr, da geht Luft durch. Bei einer Verengung, wenn du eine Verengung in diesem Rohr hast und an der Seite einen Bypass, dann entsteht da ein Unterdruck. Das bedeutet also, und genauso funktioniert ja ein Vergaser. Dass ein Vergaser wird irgendwo verengt, eine Venturi-Düse, dass der Kraftstoff dann hinzugefügt wird. Dadurch haben wir dann diese Sauerstoff-Kraftstoff-Vermischung. Und genauso funktioniert dann die Gasanlage eben halt nach einem Venturi-Prinzip. Und es wird nicht eingegast, sequenziell eingegast, eingespritzt, wie auch immer, wie bei den modernen Motoren. Also es ist A, einen Motor mit Gas zu betreiben, ist ja eigentlich, die ersten Motoren sind mit Gas betrieben worden. Immer. Und das war schon immer Stand der Technik damals, bis dann das Benzin als Alternative eingesetzt worden ist. Und dann hat sich Benzin halt durchgesetzt und deswegen fahren wir heute Benzin. Aber die ersten Motoren sind eigentlich mit Gas gelaufen und dadurch ist es immer zeitgenössisch, grundsätzlich zu machen. Ne? Mhm. Und es ist natürlich auch in den H-Kriterien steht natürlich auch drin, dass sämtliche umweltverbessernden Maßnahmen
zu dulden sind. Und das kommt als zweiter Faktor dazu, was eigentlich dem Oldtimer-Fahren mit Gas nichts im Wege steht. Wie ist es mit gebrauchten Autos? Kann man guten Gewissens ein Auto kaufen, was seit 10 Jahren mit Gasanlage rumfährt? Schwierig. Schwierig zu sagen, oder? Da fallen wir ja auch wieder in dieses was ich rein, was ich gesagt habe. Guck mal, vor 10 Jahren waren auf dem deutschen Markt noch 60, 70 Gasanlagenhersteller. Und da sind natürlich viele, die heute keine Rolle mehr auf dem Markt spielen. A. Und B, wie sind die eingebaut worden? Und wie sind die Autos dann mit einer schlecht eingebauten, schlecht eingestellten Gasanlage gefahren? Es macht jetzt keinen Sinn, einen BMW zu kaufen, der 300.000 Kilometer gelaufen hat, der eine schlecht eingebaute, schlecht eingestellte Gasanlage hat, wo die Katalysatoren schon angefangen haben zu schmelzen. Das ist unser Hauptproblem. Dass egal, was irgendwie irgendwo an Einbau falsch gemacht, an Einstellung falsch gemacht, an Wartung falsch gemacht, es liegt immer am Kraftstoff nachher. Und das ist ja der große Irrtum. Viele wird es wahrscheinlich interessieren, was kostet im Schnitt so eine Gasanlage? Und so eine Gasanlage geht los, sag ich mal, ein kleines, normales Vierzylinderfahrzeug, ein Polo, sage ich jetzt mal, geht irgendwo los bei 2.500 Euro. Und die ganz aufwendigen Umrüstungen hören dann bei 4.500 ungefähr auf. Ne? Also ein modernes Direkteinspritzerauto kann die Umrüstung schon mal 4.000 Euro kosten. Und so ein ganz kleines Auto 2,5. Also kann man ganz grob sagen. Und bei jetziger Preisentwicklung würde sich das Ganze amortisieren nach? Naja, wenn du jetzt so einen Dodge Ram 5.7 Hemi hast, der verbraucht so roundabout zwischen 20 und 30 Liter. Die haben natürlich in einem Jahr die Anlage raus. Ne? Die haben die in einem Jahr raus. Ja, kommt natürlich drauf an, wie viel sie fahren. Ne? Naja, und wenn du so einen kleinen... Wir haben auch ganz viele Dacia Dreizylinder, Direkteinspritzer. Die verbrauchen irgendwie... weiß ich nicht, 5-6 Liter Benzin und die rüsten die dann doch mit einer DI, mit einer teuren DI-Gasanlage bei uns auf. Die Umrüstung kostet wie viel? 3,5, ne? 3,5. Naja, die machen das, ich glaube, mehr aus ideologischen Gründen. Dann haben wir jetzt einige Infos von euch bekommen. Dankeschön dafür. Bitte. Ihr klingt wie, als wärt ihr Experten darin. Sehr, sehr gerne. Das Thema so sehr interessant gemacht. Also. Unser Job und unser Leben, ne? Wir fahren alle auf Gas. Ja? Ja. Definitiv. Was für ein Auto? E63 AMG. Du? Ich fahre einen E500. Okay. Und funktioniert alles, keine Probleme? Selbstverständlich. Mei, sehr schön.